Schwimmen, Sport und Spaß. Am Wochenende kommen über 20 Vereine in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark zusammen, um Teil der Berliner Kurzbahnmeisterschaften zu sein. Für viele Sportler ist dieser Wettkampf ein persönliches Highlight. Sonst wird man immer so Erster, Zweiter, Dritter, aber hier kann man so Berliner Meisterin. Und das ist schon, ja, ist schon sehr besonders. Ja, besonders. Insgesamt gehen über 500 Teilnehmer in 36 Einzelwettkämpfen an den Start. Alle Nachwuchsschwimmer wollen hier ihre Bestleistung zeigen und sich für kommende Wettkämpfe qualifizieren. Das ist für den Nachwuchs ein Höhepunktwettkampf. Also nach den Herbstferien, wo ja alle fleißig im Trainingslager oder im Heimtrainingslager waren, ist das mal wirklich eine Standortbestimmung, wo die einzelnen Sportler stehen. Rein sportlich ist es auch der Abschluss für das Qualifikationszeitfenster für die Länderkämpfe. Viele Schwimmer haben sich für diesen Wettkampf persönliche Ziele gesetzt. So auch die junge Luzi Dalcho, als sie in ihrer Hauptdisziplin den 50 Metern Brust antritt. Ihr Verein steht dabei hinter ihr und feuert vom Beckenrand aus an. Das ist ein schönes und gutes Gefühl, dieser Teamgeist. Ja, gibt einen, pusht einen schon. Ja. Ja, vor allem im Wasser, wenn man dann die Stimmen durchhört, das macht schon was mit einem. Ein besonderes Highlight der Berliner Kurzbahnmeisterschaften bietet Jannis Kube, als er eine Rekordzeit schwimmt. Damit neigt sich der Wettkampf erfolgreich dem Ende zu und die Berliner Nachwuchssportler bereiten sich nun auf die kommenden Länderkämpfe vor, wo sie sich erneut mit sportlichen Leistungen und vor allem mit viel Spaß beweisen wollen.